10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Moin, moin, meine Lieben, und da bin ich auch wieder, euer GamerStossi1990. Heute endlich mal wieder ein Video von Planet Coaster für euch und mit der Pilpcam. Ich hab's mir selber noch nicht angeguckt. Wir werden mal schauen, was uns hier so erwartet. Wir nehmen ihn hier und starten los. Ich habe leider meine Tastatur funktioniert im Moment nicht. Kamera lasse ich heute auch mal aus. Also heute einfach schlichtes, einfaches Video. Und da würde ich sagen, gehen wir mal hier oben ein, die Podcam. Ne, Flipcam war das, ne? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Flipcam, nicht Pilpcam. Nee. So, ich wollte das löschen. So. Flipcam. Bumm. Und da sind wir in dem guten Mann drin. Oh, machen das hier weg. Und hier unten, das bleibt leider so, wie es jetzt hier ist. Und ich würde sagen, wir gehen mal durch das Portal. Und da sind wir schon. Herzlich willkommen in The Empire von Albrus. Ein schöner Park, der jetzt schon mega detailliert gebaut ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns um, fahren ein paar Attraktionen. Und hier ist endlich mal wieder Musik nach langem. Dieser Brunnen ist ja mal mega gemacht. Sieht echt geil aus, muss ich sagen. Auch der Boden. Respekt. Das gefällt mir alles, auch hier der ganze Eingang. Gefällt mir sehr gut. Und da würde ich sagen, ab hinein in das gute Stück. Es ist so ein bisschen an Italien gebunden, wie ihr seht. Und es sieht echt mega aus. Ich kann auch hier überall diese Wassersprengklapp dran, damit das schön bewässert wird. Und ich würde sagen, wir gehen wie immer schön hier rechts herum. Da stehen sie schon alle an. Wofür auch immer. Will ich auch mal gucken. Hopp, 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 hopp. Ja, okay. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt mitfahren, oder? Nee, da müssen wir nicht mitfahren. Tipp, 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 tipp. Ah, cool gemacht mit den Treppen. So, Restaurante Roma. Ich zieh's ja schon in das Kolosseum irgendwie, aber nee. Das wollen wir uns zum Schluss. Ich sag, wir gehen jetzt erstmal hier ins Restaurant Roma. Wir haben ein paar Toiletten gebaut. Ich schau da mit den Dingern. Ja, jetzt hoppelt der uns hier vor der Nase rum. Glory Ascendo. Leaning Tower, ja. Hehe. Der schiefe Turm von Pisa. Und da drum dann hier dieses Sphärefähre, ja auch geil gebaut. Dann sagen wir, gucken mal, was wir hier haben. Oh, das sieht nach einer Achterbahn aus. Jetzt hier so eine Achterbahn. Ich schlüpfe erstmal. Oh Gott, Leute, macht mal Platz hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä, wie komme ich denn da in die Achterbahn? Gar nicht schon hier, anscheinend. Jetzt sagen, glaube ich, nur das Restaurant. Restaurante Roma. Mal wir gucken. Ah, da. Cool. Cool. Da gehe ich auf jeden Fall mal rein. Stuff only. Ey. Mega. Richtig cool hier innen drin noch ausgebaut. Hat man dann hier noch sowas reserviert. Reserviert für Hollow Billy. Wie nice. Mega. Take a bite. Das ist ja geil. Er hat Hollow Billy hier reingesetzt. Ist ja schon genial. Auch generell, wie das hier so aussieht, also echt. Wow. Okay. Sorry wegen Darth Vader Sound. Ich habe heute erstmal nur mein Headset wieder dran, falls also dann irgendwas ist. Das ist wieder Darth Vader, ist wieder on Tour. Ich will endlich mal was fahren, aber irgendwie mit Pilkel ist es nicht so einfach. Nee, deswegen will ich nicht fahren. Wenn wir sonst lang. Komm, quetschen wir uns mal hier durch.
Clory. Aha. Dann gucken wir doch mal, wo wir hier hinkommen zu Clory. Gucken wir mal, was Clory ist. Da steht er. Na, dann gehen wir einfach hier lang. So. Ich will die jetzt alle überholen. Wow. Mega. Echt genial gemacht. Ein Schnurrbart hat gerade eine ziehen lassen. Ich will jetzt hier durch. Lass mich hier durch. Ich will mich nicht hier anstellen. Weg, 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 weg. Okay, es ist die Achterbahn. Ich hoffe, ich krieg das jetzt so einfach mit der Flipcam hier hin. Ohne, dass ich jetzt wieder rausfliege. Ansonsten sind wir wieder am Anfang. Den Fell kennen wir ja schon. So, weg da. So, ich quetsche mich jetzt einfach hier durch. So, machen wir den mal ein bisschen schneller. Weil ich möchte, dass der auch ankommt. Na, wo bleibt er denn? Da ist er. Perfekt. Wir sitzen direkt richtig. Ich mache das Ding hier aus und spule eine Runde vor, bis es losgeht. So. Jawohl. Und genießen die Fahrt. Jetzt bin ich gespannt. Wow. Und ab geht die Bäder. Ja, schön smooth. Sehr schön smooth. Yeah! Und alle hinnehmen die Hunde. Wow, ey, der jetzt geht aber irgendwie vorbei. Ne? Oh, da geht er auch nicht zu. Wo? Was? Alter, was? Wir sind im Kolosseum drinne. Und wir betteln uns gerade. Wie nice ist das denn? Alter! Das ist ja mal mega. Wow. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Heftig. Also das heißt, es gibt irgendwo noch eine zweite Bahn. Okay. Boah. Okay. Moment, ich muss gerade den Namen wieder eingeben. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Das war ja mal echt der Hammer. Oder? Heftig. Hier waren wir rum, jetzt müssen wir ein bisschen flatter gehen hier. Dann waren wir hier von Clory. Ja gut, da brauchen wir jetzt nicht mehr rum. Mega! Echt mega genial! Wie das dann da drinnen abging. Wow! Das ist auch so generell so eine krasse Thematisierung hier. In dem ganzen Park. Also, Albrecht, du hast meinen Respekt. Ascendo. Ja, okay, das ist der hier unten. Da brauchen wir jetzt nicht mitzufahren. So, wir gehen mal weiter und schauen uns weiter um. Es ist so mega gebaut, allein weil es... Ihr müsst immer bedenken, ich mache es ja auf der Konsole, nicht auf dem PC.
Und diese Parks, es ist einfach nur heftig. Allein wie das dann hier so gebaut ist, also hat da einen vollen Respekt. Also hier sind wir dann nur The Leaning Tower. Will ich aber jetzt trotzdem mal gucken gerade, wie das dann. Hat er das... Ja geil, er hat es halt dann so angepasst, wie ihr seht. Ich darf das. Cool. Genial. Ja, dann haben wir hier die Ecke schon durch, leider. Wenn man so auf die Details, wisst ihr, so überall so. Krass. Hier war dann noch so ein Einblick hier hinter, wo die dann da sind. Ey. Ich bin jetzt schon geflasht und was kommt dann noch alles? Triumph. Aha. Antique of Trust was gone. Ja, wir gucken mal weiter. Wir sind jetzt eben darum gelaufen, was gemacht. Hier ist ein Labyrinth. Komm, wir versuchen uns beim Labyrinth. Kommt, wir tun uns das mal an. Ist das ein Labyrinth? La 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 la. Ups. Nee, da ist. In dem Ding ist dann so ein Automat drin. Aber es sieht aus wie ein Labyrinth. Und das hat er echt cool gemacht. Nice. Kann man hier. Ja. Hier können wir auch reingehen. Jetzt gehen wir doch mal hier rein. Ich will es wissen. Man hört die Schwerter klappern. Von dem Kolosseum. Und dann kommst du dann hier hoch und siehst diese Bahn. Roaring the Brave. Und das ist halt echt mega. Allein mit dieser Achterbahn hier. Dass du dich hier mit der anderen Bahn am duellieren bist. Krass. Ich will noch weiter hoch. Hat er noch so ein paar Leute reingesetzt. Ja, gibt's hier einen Blind Coaster? Echt? Mega. Da sind sie wieder. Das sieht schon geil aus. Das sieht richtig geil aus, wie die sich hier am Duellieren sind. Richtig mega. Also da hat er echt meinen vollen Respekt, sowas zu bauen. Wow. Wow, wow, wow. Jetzt können wir glaube ich auch da runter gehen. Oder ist es da von da, wo wir gekommen sind? Ja, es ist da, wo wir gekommen sind. Echt, also Alvarez, Respekt. Wenn du mich jetzt schon so aus dem Docken gehauen hast, was kommt als nächstes? Das war die Rückkehr. Ich bin unschuldig. Da sind Autoscooter drin. Mhm. Auch geil. Hier ist nochmal so ein Ding. Geht's hier diesmal hin? Auch wieder zu unserem? Ja, alles klar. Ja, noch so ein paar kleine Sachen und diese Details. Nein. Glory. Right at night. Okay. Dann machen wir das doch mal. Fahren wir das Ganze bei Nacht. So, machen wir dann so 12 Uhr nachts. Ja, das dürfte hinhauen. Ja, dann gehen wir mal rein. Mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Ob es die andere Bahn ist? Ich weiß es nicht. Ja, hier ist das Wasser. Auch geil gemacht. Na, nee, aber holen die jetzt mal alle. Warte, pop, 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 pop. Ja, wir sehen immer noch nicht, was es ist. Okay. Ich will aber langsam wissen, was ist hier. Was ist das? Hä? Ist das eine Säule? Ja.
Das heißt, gerade so ein bisschen kurios aus, ey. Boah. Sieht echt schon geil aus hier. Huch. Sind wir über einen drüber gestiegen? Wow. Wo bleibt denn hier unser? Was ist das? Ist das jetzt der Coaster? Ist das jetzt? Was ist das? Das ist ein Coaster. Ah, okay, okay. Der muss dringend auf Klo. Ja, okay, dann geh doch mal auf Klo. Wir stellen uns für dich hier an, okay? So. Ich würde sagen, gleich gehe ich aber hin und lass dann die Pilpcam raus. Weil sonst ist das immer so eine Hin- und Herspringerei. Wollen wir, können es gerade einfacher machen. Ist hier gerade ein Objekt? Ne, gibt's nicht. Okay. Halt. Hinein in das gute Stück. So, wir sitzen wieder in demselben Wagen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das die andere Bahn ist. So, los geht's. Gloom heißt der. Heißt das gute Ding hier. Wow. Das wird erstmal eine Runde nass gemacht und dann werden wir abgeschossen. Und das ist sehr smooth. Ja, an dem Rum, der auch mega gebaut ist. Vorbei. Wasserfall vorbei. Ja, sehr nice. Ab durch die Folterkammer. Ah, okay. Das ist die andere Bahn. Und im Dunkeln sieht das noch mal geiler aus. Was war das? Auf der anderen Seite haben wir eine Victory. Das sind wir hier auf der Seite. Bin ich mal gespannt. Blue. Okay. Wir haben aber keine Victory. Die haben wir wohl verloren. Aber auch mega gemacht, muss ich sagen. Krass. So, Moment, ich mache das so. Ich gehe aus der Pulpcam raus. So, wo waren wir hier bei Gloom? So, hier gehen wir dann wieder raus. So. Echt krass. Mein Respekt. So, das heißt, wir waren wieder auf Tag. Na, ja, so 12 Uhr mittags. Ja, so eine schöne Zeit. Triumph Pilier. Was? Learning Tower. Aha. Obwohl mit Pilpcam war es einfacher hier durchzurennen, muss ich sagen. Aber, okay. Triumph Pilier. Was ist denn da der Learning Tower? Achso, Leaving. Oh, ich glaube, das war's auch schon. Zwei Achterbahnen, dann hier überall diese Details in dem Park. Ist auch geil gemacht. Den gucken wir uns jetzt noch an. Dann noch ein Cosmic Car. Endurance. Geil thematisiert, muss ich sagen. Mit den Säulen hier dran. Mega. Geil gemacht. Das muss ich sagen. Huh.
Oh, sie werden doch noch nasser. Okay. Ja, dann war es das auch schon wieder von der kleinen Parktour. Von dem Park Empires, von Alvarez. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Cool. Sehe ich jetzt erst da hinten. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, sehe ich das jetzt erst. Das ist ein blutrotes Meer. Okay. Also das heißt, wir haben echt verloren. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Und ja, das war's auch schon wieder. Bis dahin sage ich Tschüssikowski, bis Baldinski. Euer Gamer Stossi.